Es ist den Amöboiden, hyperintelligenten, vierdimensionalen Mäusen in ihnen jedoch vollkommen egal, als die sie okkupierende Hochzivilisation, ob sie einem aristophaneschen Liebesmythem unterliegen, einer frühkindlichen Diade mit der Mutter und ein sie ergänzendes Teil, ein Weibchen für sich ganz alleine haben wollen, ausschließlicherweise, oder ob sie glauben, dass der Phallus der Abgöttlichen die einzige Ergänzung, die einzige Erfüllung für sie wäre und ihr Zugang zur Glückseligkeit und Ewigkeit. Oder ob sie es betreiben wie die Hysteriker, die den väterlichen Phallus abschneidet, korrumpiert, subvertiert und daraus Marmelade macht, um dann dieses Einwegglas wieder vor den Altar des wahren Abgöttlichen der Athene zu stellen, Zeus, oder umgekehrt wie der Zwanghafte, dessen Begehren wir gerade beschrieben haben. Das ist alles ziemlich egal, Hauptsache es wird gemacht. Am Ende dieser Phantasmen, die immer in einer Enttäuschungsreihe enden müssen, denn die Wesen werden damit nur geködert, steht etwas, das sie nicht ködert. Das ist das Produkt, das ist der Abzweig, das ist die nächste Formtypenvariation, das neue Transporttaxi mit erweiterten Eigenschaften, verbesserter Sonderinnenausstattung zum Beispiel. Oder skurrileren, exotischeren Frontblende, Blechen, verchromt selbstverständlich.